Mahlzeit bei Garten und Hobby. Heute geht's ins Freiland. Heute geht's im Freiland los. Ja, die Temperaturen haben sich jetzt einigermaßen erholt. Die Eisalien sind jetzt so eine Woche vorbei. Und das heißt, es geht im alten Beet los. Das soll heute nach Möglichkeit komplett bepflanzt werden. Ja, wird eine Menge Arbeit. Ja, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht allzu dolle. Ja, da steht schon die Einradhacke. Hinter den Erbsen da hinten soll Porree und Sellerie hin. Und hier vorne, wo die Einradhacke steht, bis hier an der Gartenlaube ran, das wird alles mit Kohl bepflanzt. Also Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Wirsingkohl und ja, alles so ein Kohl. Ja, wie gesagt, dann ist das Beet auch voll, weil ja, hinter der Einradhacke, das sind ja die Möhren, dann die Erbsen und dann kommt schon Sellerie, Porree und damit ist das dann voll. Ich werde versuchen, das jetzt... Also zumindest werde ich jetzt erstmal vorbereiten mit der Radhacke, das mache ich wieder ohne Kamera, habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie das geht, wie ich das mache. Und dann werde ich wieder so Zwischenaufnahmen machen, wie ich das beim Folientunnel gemacht habe, wo ich den bepflanzt habe. Und da gucken wir jetzt mal hin. Ja, so sieht es im Folientunnel aus. Ab hier soll heute alles ausgepflanzt werden. Die drei Quickpot-Platten sollen gepflanzt werden. Ja. Dann steht hier noch Porree und Kohlrabi. Ja, genau, Kohlrabi ist das. Hier steht noch Porree und Sellerie. Das soll auch alles ausgepflanzt werden heute, damit es hier Luft gibt. Denn die Jungpflanzenanzucht, die jetzt noch oben ist, Gurken, Zucchini und eine Kürbispflanze, die sollen dann zeitnah hier runterziehen und kommen dann hier in den Folientunnel erstmal rein. So, ich habe das ganze Beet jetzt hier vorbereitet. Ja, Pummelhund, passt auf, dass ich das richtig mache. Wie gesagt, einmal, so wie ich es bei den Bohnen letztens gemacht habe, einmal mit der Radhacke durch, dann abgehakt. Ja, schön sauber geworden. Und hier soll jetzt der Kohl rein. Und das werde ich so machen wie im Gewächshaus. Ich werde da zwischendurch immer wieder so eine Szene machen und das dann zusammenschneiden, wie dann hier Stück für Stück das Beet voll wird. Ja, Stativ habe ich diesmal auch dran gedacht. Daher kann ich das machen. Letztes Mal hatte ich das, wo ich die Bohnen gemacht habe, habe ich das vergessen gehabt. Ja, so ist jetzt der Plan und ich werde jetzt reinziehen, Löcher machen und dann geht's los. So Leute, ja, ich bin jetzt fast durch mit der Seite hier, mit dem alten Beet. Ja, hier vorne habe ich Rosenkohl und das, was da so liegt, ist Kohlrabi. In Mischkultur gepflanzt, ja, das ist der letzte Kohlrabi, der diese Hitzeattacke da überlebt hat, wo ich nicht aufgepasst habe. Man sieht hier auch ganz deutlich Wurzel nackt gepflanzt. Mit Wurzelballen gepflanzt aus den Quickpot-Platten. Ja, man sieht den Unterschied recht deutlich. Im nächsten Beet dann habe ich Rotkohl und da ist der Kopfsalat Muck dazwischen, der auch sehr gebügelt liegt. Ich hoffe mal, dass der sich noch aufrichtet. Im nächsten Beet habe ich Weißkohl mit Kopfsalat Mona. Ja, auch hier der Kopfsalat wieder wurzelnackt gepflanzt, der liegt wieder brat. Und der Weißkohl, der steht. Im nächsten Beet, ja, Handy,
Ich hoffe, dass der Wind jetzt nicht allzu sehr stört. Ich versuche das mal ein bisschen abzuschirmen hier. Im nächsten Beet habe ich jetzt den Wirsingkohl stehen. Da habe ich nichts als Mischkultur drin. Da könnte ich jetzt, hätte ich jetzt auch noch Kopfsalat mit reinpflanzen können. Aber ja, wer soll das alles essen? Ja, dann Blumenkohl und Brokkoli. Auch hier hätte ich noch Kohlrabi oder Kopfsalat mit zwischenmachen können. Aber wie gesagt, Kohlrabi-Pflanzen habe ich nur die paar, die im Rosenkohl sind. Und Kopfsalat, ja, der muss ja dann auch gegessen werden. Ja, dann bleibt nur noch hier oben der Lückenschluss. Hatte ich heute Morgen noch mit der Einradhacke durchgearbeitet. Das werde ich jetzt gleich noch abhaken. Die beiden Beete soweit vorbereiten, reinziehen. Und ja, dann kommt der Sellerie rein. Und ja, Sellerie kommt hier hinten zu den Erdbeeren hin und der Porree kommt hier neben die Erbsen hin. Und ja, dann ist das alte Beet komplett bestellt. So, das sind jetzt hier meine, na gut, das hier nicht, das sind Gurken, die brauche ich noch. Aber hier und da hinten stehen noch zwei Rosenkohlpflanzen. Hier vorne Wirsingkohl. Hier oben ist noch Weißkohl und Rotkohl. Die Pflanzen sind über. Hier ist Blumenkohl und Brokkoli ist das hier noch. Die Pflanzen sind über. Das waren, sind quasi meine Reservepflanzen, damit ich die Beete auch voll kriege. Ich muss mal gucken. Ja, ich habe gerade mit den Gartennachbarn gesprochen. Die würden eventuell vielleicht noch welche nehmen. Und ich habe das dieses Mal mit den Quickboard-Platten noch ein bisschen anders gemacht. Also seit einer Woche ist unten hier in der Schale, die hier unten drunter ist, da kein Wasser mehr drin. Ich habe die komplett austrocknen lassen und habe die jetzt die letzte Woche nur noch von oben gegossen. Und gestern schon gar nicht mehr. So, und das Resultat ist, dass der Boden jetzt so weit abgebunden hat. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert bei der als Beispiel. Ja, funktioniert. Und ich kann die mit dem Finger vorsichtig unten drücken. So. So sieht das dann, so sollte das eigentlich aussehen, wenn die Pflanzen aus den Quickboard-Platten kommen. Wie gesagt, es hat nicht, auch nicht bei allen funktioniert, da ist mal die Hälfte vom Ballen abgebrochen hier. Ja. Wie gesagt, ich muss das dann so ausprobieren, dass ich das so mache und die dann erstmal trocken stehen lasse. Dann funktioniert es so halbwegs. Ja, anders wie bei Tomaten. Nee, bei Tomaten hat es glaube ich auch so halbwegs funktioniert, aber die Paprika, die waren ganz schlimm, wo ich die gepflanzt habe. Ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sieht man hier überall, wo die kaputt gebrochen sind. Also es ist nicht das Gelbe vom Ei. Und mit der Ausdrückplatte würde das auch nicht funktionieren, weil teilweise die Pflanzen... na, komm her hier. Hier unten ausgespült sind in dem Bereich hier. Ja, da würde einfach ins Leere drücken, hätte die Pflanze gar nicht rausgekriegt. Und ja, es muss wirklich passen, die Feuchtigkeit vom Boden. Ansonsten ist da nichts zu machen. Ja, der Mist, wie gesagt, die Pflanzen, die jetzt über sind hier, werden verschenkt bzw. landen auf dem Kompost. Letztes Jahr gab es ja noch den Vorschlag, ich soll das in einer Pflanzenbörse denn verkaufen oder verschenken. Ja, ihr seht selbst, da sind bloß ein paar Pflanzen von jeder Sorte. Das ist, ja, was soll ich da machen? Also das lohnt sich definitiv nicht, die irgendwie zu verschicken oder einen dafür herkommen zu lassen, der sich die abholt. Es ist schade drum, um die Arbeit und alles, aber ja. Wie gesagt, Teil verschenke ich jetzt in der Nachbarschaft, hier im Gartennachbarschaft und der Rest Kompost. Ja, Sellerie ist drin und kann man es erkennen, da ist auch der Porree drin. Habe ich wieder wie letztes Jahr gemacht, mit einem Häufelfluch hier reingezogen und da reingepflanzt. Ja, damit ist das alte Beet von vorne bis hinten durch bestellt. Ja, beim Sellerie ist noch zu sagen, man könnte da auch wieder Kopfsalat oder irgendwas mit zwischenpflanzen. Aber wie gesagt, ich habe den Bedarf nicht, da jetzt so viel davon zu essen. Vor allen Dingen, wenn das jetzt alles mit einmal gepflanzt wird. Ah, der Wind ist wieder furchtbar. Immer unter Laube. Ja, der Wind ist wieder furchtbar. Also wie gesagt, vielleicht pflanze ich da später nochmal was zwischen. Ich werde ja immer wieder mal Kopfsalat und Radieschen zum Beispiel aussehen. Vielleicht nochmal dazwischen pflanzen. Das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber jetzt mit einmal alles pflanzen
Das macht keinen Sinn, das wird nachher alles mit einmal reif oder erntereif. Und ja, dann sieht das schlecht aus, das alles zu essen. Das schießt nachher dann in die Höhe. Das muss nicht sein. Darum diese Variante. Ja, der Sonntag neigt sich dem Ende. Wir haben es jetzt gleich 17:45. Ja, ganzen Tag wieder hier. Ist nicht so schlimm. Mein Schätzelein wird mich nicht vermissen, weil die ist arbeiten. Darum heute den ganzen Tag hier Garten. Ja, hat sich gelohnt und hat was weggeschafft. Ja, das sind die Pflanzen, die jetzt über sind. Mein Gartennachbar war hier. Hat sich noch ein paar weggeholt. Da sind noch ein paar Porree-Pflanzen. Ich werde den ganzen Kram jetzt aufräumen. Auch das Ding da. Da hinten im Wagen. Da stehen schon die nächsten Platten, die ins Gewächshaus einziehen. Da ist noch Paprika drin. Die wandert jetzt auch auf den Kompost. Da ist noch eine leere Quickpot-Platte. Da waren die Sonnenblumen drin. Vor mir Gewächshaus. Die habe ich auch schon jetzt noch gepflanzt. Zeige ich euch beim nächsten Gartenrundgang, wo die stehen. Im Gewächshaus hinten steht eine Quickpot mit Gurken. Ja. Und hier auch Gurken. Da unten Gurken und Zucchini. Und ja, mein Schätzelein hat noch eine Hokkaido-Pflanze angeschleppt. Es gibt dieses Jahr Hokkaido-Kürbis. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt die ganzen Quickpot-Platten leer machen, was ich nicht mehr brauche. Kommt alles auf den Kompost, sauber machen, dann in den Anhänger laden. Was im Anhänger ist, ist von zu Hause die Jungpflanzenanzucht. Die wandert jetzt ins Gewächshaus, wird jetzt auch die Tage gepflanzt. Wir haben jetzt kurze Woche. Ja, kurze Woche. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Also wenn ihr das Video seht, ist Himmelfahrt schon lange vorbei. Dann denken wir schon an Pfingsten. Himmelfahrt werden die Gurken gepflanzt. Ich weiß noch nicht, ob ich da auch einen Film drüber mache. Mal gucken, wie sich das ergibt. Und ja, wie gesagt, dann aufräumen jetzt und dann geht's ab nach Hause. Kurze Woche, jetzt 3 Tage Spätschicht. Dann Himmelfahrt und dann frei. Ja, Himmelfahrt, wie gesagt, Gurkenpflanzen und dann soll auch noch die Bodenproben. Das Beet ist nun schon wieder voll hier, das alte. Da muss noch eine Bodenprobe gezogen werden. Ich will ja noch die Bodenanalyse selber machen. Ja, muss ich gucken. Irgendwo findet sich da noch eine Lücke, wo ich da noch ein paar Gramm Erde abknapsen kann. Bei den Gurken muss ich das vorher machen. Ja, wie gesagt, das will ich jetzt versuchen, dass ich das jetzt über Himmelfahrt hinkriege, über das lange Wochenende. Und wird dann auch irgendwann, ja, ich denke mal, das wird dann schon Juni sein. Im Juni wird es das dann irgendwann geben. Ja, das Video hier vom, wo ich den Komposter und die IBC-Tanks da hingesetzt habe und das alles aufgebaut habe, das Video ist auch noch auf der Festplatte, das muss auch noch irgendwann raus, ja. Ja, mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Ja, dann muss das Gewächshaus noch aufgebaut werden, das neue, das steht auch noch zu Hause. Ja, viel zu tun. So, ich werde jetzt noch schnell das Gewächshaus gießen und ja. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren, ihr kennt das Ganze. Ich würde sagen, bis die Tage, macht's gut.